Willkommen zur neuen Folge von Tonsporters. Ich habe hier jetzt weitergebaut und ja, ziemlich fest weitergebaut. Wie ihr hier ganz genau seht, habe ich einen Wachturm gebaut oder wie ihr das halt nennen wollt. Und ja, da kann man dann runtergehen und Leute abknallen oder naja, was ihr auch immer wollt. Jetzt schauen wir mal, dass das auch sicher ist. Und da habe ich gerade kurz den Wüstentempel entdeckt. Ich gehe da mal kurz rein, weil der ganz cool ist. So, wer das nicht weiß, was das ist so ein unterirdischer Tempel und den müsste man hier irgendwo finden. Den Eingang zumindest. Man kann sich aber auch einen selber machen. So. Ja, da haben wir ihn ja schon. Okay, vielleicht war es ein bisschen zu fest. Nur noch ganz schnell zu dem. Wenn man hier runtergrabt und dann runterspringt, dann macht es Boom. Weil hier TNT darunter ist. Und ja, auf jeden Fall war das jetzt mal kurz der Wüstentempel. Und hier kann man dann auch noch, sollte man eigentlich raufkommen, eine von den Türmen. Und da unten sind dann im oft auch einmal gute Sachen, besonders gerade. Naja, es geht. Gut, auf jeden Fall war das mal kurz der Wüstentempel. Dann machen wir hier weiter. Hier könnt ihr dann euer Dorf bauen. Bauen, wie ihr wollt. Und hier. Dann auch noch die Angelstelle. Hier kann man reingehen. Gut, dann haben wir hier noch von da oben so zum Angeln. So. So, dann nehmen wir eine Truhe. So. Immer falsch klicken. So. Dann können wir hier die Angel reingeben. Dann kann man da was machen, sie nehmen. Nehmen wir mal alles das rein, was wir nicht brauchen oder was wir gerade geholt haben. So, dann können wir hier zoomen. Auf jeden Fall müsst ihr da ein bisschen zielen lernen. So, dann können wir jetzt schön warten. Okay, jetzt müsste natürlich bald mal was kommen. Na ja, ihr habt dann vielleicht mehr Glück als ich. Und jetzt warten wir mal kurz, bis da was kommt. Okay, auf jeden Fall kommt da nichts, aber ich hoffe, ihr habt mehr Glück. Dann machen wir jetzt mal weiter mit dem Dorf. Ich mache jetzt mal so ein Haus. Und das, ihr könnt dann, wie schon gesagt, ihr euer Dorf so groß machen, wie ihr wollt. Ich mache jetzt nicht gerade das Größte. Aber trotzdem ganz okay. So. Man kann aber auch die Häuser hoch bauen. So. Machen wir jetzt mal so. Und hier noch. Gut, dann hat man da so ein Haus,
Hütte oder wie ihr das halt wollt nennen. Dann mache ich hier noch eine Tür, einen Kühlschrank, hier besser gesagt. Nehmen die schon aus wie ein Kühlschrank. Oder wir nehmen die Birkenholztür. So, sieht ja schon mal ganz cool aus. Dann könnt ihr euch da auch noch eine Druckplatte nehmen. Obwohl sie das früher jetzt nicht ganz haben gehabt hatten. Die sieht man auch jetzt nicht so gut, wenn man davon. Naja, auf jeden Fall, wenn man das so von oben kommt so an und durchgehen. Dann könnt ihr hier zum Beispiel sowas machen. So, da ist dann so das Bett. Aber am besten nehmt ihr wirklich ein richtiges Bett. Und ja. Dann könnt ihr auch noch ein doppeltes machen, also ein Hochbett. Kannst du nachschlafen? Okay, hast du das geht? Ja, das war's von TouchBuddies. Ciao, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt dann einfach das Dorf weiterbauen, wie ihr wollt. Und ja, das war's auf jeden Fall von mir. Das ist ein Daumen hoch da und vielleicht auch ein Abo, das wäre ganz geil. Und dann, ciao, bis zum nächsten Mal. Ach, egal.